Boah. Mehr hast du also nicht drauf? Nee, gerade nicht. Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Mein Gift wird deinen Geist zerstören. Danach zerstöre ich noch was kämpfen. Noch ist. Vergiftet. Bist du denn? Noch klar? Durch ihr Gift. Sehe ich so viele. Ich glaube, ich kann jetzt gar nicht so viel reden hier. Die reden alle so viel. Okay, jetzt irgendwie nicht mehr. Die ist ganz schön gelenkig. Und wieso ist jetzt Batman wieder so fit? Ja, komm. Besiege euch auch noch vergiftet. So, dich nicht. Na, jetzt muss doch noch eine richtige da sein, oder? Du taumelst, ich sehe es. Ja, klar. Deine Gehirnzellen sterben. Oh. Oh, jetzt kommen die schon wieder alle. Aber ist die jetzt halb tot oder was ist die Liste da oben? Der Griff. Das erinnert mich auch wieder an so eine Szene aus den alten Batman-Serien. Also nur weil ich das schon runtergeladen habe. Nicht weil ich das früher geguckt habe oder so. Dafür bin ich zu jung. Aber wenn ich... Vielleicht schneide ich hier rein. Länger halte ich es nicht mehr aus, Batman. Ich habe schon Krämpfe in den Beinen, hören Sie. Gut. Gut? Grauenvolle Krämpfe? Exakt, Robin. Eine unwillkürliche Muskelkontraktion in Batgirls ganzem Bein löst womöglich die Spannung in unserer unteren Lumbarregion. Heiliger Wirbelsäulenschaden. Nicht ganz, Robin. Also wenn ich mit den Ohren wackle und du würdest vielleicht ein bisschen den Mittelfinger deiner rechten Hand... rauf und runter bewegen, dann... Und dabei erwürgt ihr uns alle. Freikommen, Batgirl. Das ist die Basisformel, um sich aus einem siamesischen Knäuel zu befreien. Lass es uns versuchen. Weißt du, der Trick ist mir gerade eingefallen. Fertig, Robin? Fertig. Ich beginne jetzt mit meinen Ohren zu wackeln. Pass auf. In Ordnung, ich versuche, den Finger... zu bewegen. Ich wackle. Ich hab's geschafft. Ach, das war sie. Ach, komm schon. Ah! Komm schon. Hauen. Oh nein, nein, das bin ich tot. Och, komm schon. Du hast bestimmt nie erwartet, dass es so endet. Nee, nicht so richtig. Und ich glaube, jetzt muss ich auch die Aufnahme wieder verlängern. Denn ich will die schon noch besiegen. Und dann... Das haben wir schon gesehen. Ich will die besiegen und dann hört's auf erst hier mit der Aufnahme. Dann komme ich halt in die nächste Woche rein schon.
So. Komm schon. War du da? Warst du das schon? Ich muss nur die richtige finden, irgendwie immer anscheinend. Die ist wie Son Goku in Dragon Ball mit diesen Verdopplungstrick-Dingen. Oh, ich hab doch Konter gemacht. Oh, jetzt auch. Nein, oh Mann, nein. Hör auf. Das tut mir weh. Oh, ich sterbe ja hier schon fast. Oh, du, die da ist das. Die da, genau die. Nee, doch nicht. Oh, ich bin schon fast tot und ich habe nicht mal die nächste Form jetzt erreicht. Oh Mann! Komm schon. Oh. Bitte nicht. Yes. Lauf. Nein. Oh, ich werde eh sterben, glaube ich. Ah, nein! Nein! Oh Mann! So. Lo siento, Batman, pero mi veneno es la muerte. Okay. Jetzt schlaf. Ich werde jetzt schon mal sagen, vielleicht werde ich den Kampf ein bisschen verkürzen, also was rausschneiden, wenn mir das zu lange dauert. Nur mal so, dass ihr euch nicht wundert, ne? Sag mir, Batman. Ja, yeah, komm los. Die Dämonen, das sind die Menschen. Ich weiß, du kennst mich nicht aus. Kämpfe. Ja. Ich sehe es gern, meine Herren. Was siehst du gern? Ich dich verhaue. Dann werde ich das mal tun. Ja, du wirst das. Jetzt dauert es nicht sehr lang. Komm schon. So geht es. Ich beeindruckend, ne? Ah, nein, nicht. Versuch noch. Da muss man sich ganz schön konzentrieren. Wirklich schon ein bisschen komisch, dass auch
einmal der Batman wieder fit ist. Komm, jetzt hab ich dich doch. Nein, nicht mehr. Du taumelst, ich sehe es. Du taumelst selber. Los, rennen, sonst macht die wieder ihre Schlitzattacke. Ja. Ich bin hier zu gut, Batman. Nein! Aber diesmal habe ich noch ganz gut Energie. Ich könnte es schaffen. Los, lauf! Nein, was? Du bist es. Nicht? Komm schon. Ah, nein! Was jetzt? Ich sehe ihn. Was ist das? Ach. Okay. Bin geheilt. Denkst du, du bist geheilt? Mein Gift ja. Ist immer noch in deinen Venen und wird da bleiben, solange du lebst. Was nicht sehr lang sein wird. Ja. Glaubst du, diese Fesseln werden mich halten? Vielleicht nicht. Aber versuch mal, da rauszukommen. Ich weiß, wo er ist. Es gibt ein Treffen. Alle Killer sollen da sein. Wenn du mich freilässt, sag ich dir wo. Danke, ich schulde dir was. Warte, ich kann dir den Ort nennen. Das hast du schon. Hä? Jo. Alfred, gib dem GCPD einen anonymen Hinweis. Die sollen mal einen Blick in die Container beim Stahlwerk werfen. Heißt das, Sie haben sich um Copperhead gekümmert? Ja, und jetzt werde ich mich um den Joker kümmern. Ich glaube nicht, dass es sehr klug ist nach allem, was Sie eben durchgemacht haben. Sie benötigen medizinische Fürsorge. Nicht jetzt, Alfred. Die Handschuhe des Electrocutioners senden ein starkes elektromagnetisches Signal aus, dem ich mit meinem Scanner folgen kann. Er wird mich direkt zum Joker führen, aber zuerst muss ich aus dem Stahlwerk raus. Das hat jetzt doch noch nicht ganz so lange gedauert. Kann ich hier sowas machen? Nee. Ach, hier muss ich so ein Seil spannen. Ich wollte da mal eben durch. Ja, Seilrutsche. Nehmen wir das eben mit. Ja, ist ja gut, Copperhead. Ich weiß, dass du meckerst. Aber das muss sein. Doch, das kann ich. Sieht man die noch so? Nee. Ja, das hat jetzt noch nicht so lange gedauert für diese Woche. Dann werde ich das wohl doch noch alles runterkriegen. Ich renne jetzt nur noch raus. Hä? Sind die wieder da? Was soll das denn? Wir warten, bis die Typen auftauchen und das Zeug bezahlen. Ja, ich wollte sagen, dann renne ich jetzt noch raus, nachdem ich die verprügelt habe. Mach noch meinen Stufenanstieg.
Und dann werde ich mich von euch verabschieden. Jetzt sind es wieder Black Masks Männer. So. Komm, du noch. Genau. Besiegt. Ich sollte den Kanister zerstören, bevor ich weitergehe. Wenn du meinst, dann zerstören wir den Kanister. Ich hab doch explosiv gehört. Ich muss diesen Kanister zerstören. Ja. Ich sollte den Kanister zerstören, bevor ich weitergehe. Ich hatte eigentlich schon ausgewählt. So, und jetzt? Alfred? Sir? Ich lade eine Probe der Chemikalie hoch. Du musst für mich die Stadt danach scannen. Suche nach einer hohen Konzentration des Gemischs. Finde die Quelle, dann lege ich sie lahm. Gewiss, ich gebe Bescheid, sobald ich etwas gefunden habe. Gut. Ja, gehen wir wieder raus. Und wer sich noch erinnert, ich wollte eigentlich diesen Turm. Keine Daten von. Ich möchte laufen, bitte. Ich empfange kein Signal vom Electrocutioner. Ich muss weiter nach oben. Der mittlere Pfeiler der Pioneer Bridge sollte reichen. Aber ich... Ja, man... Hetzt mich doch nicht so. Ich wollte ja eigentlich zu dem Signalturm, aber das machen wir dann gleich am Anfang der nächsten Folge, nächste Woche. Ja, dann werden die Folgen diese Woche wohl ein bisschen länger geworden sein, tun können. Wie sieht's denn auf der Karte hier aus eigentlich? Haben wir Funkturm? Ach, jetzt bin ich einfach schon zu dem Ziel gegangen und hab das gemacht, obwohl ich gar nichts machen wollte. Naja, gut. Enigmas, ach, das war noch was. Ich werde trotzdem den Signalturm nächste Folge machen. Jetzt mache ich, wie gesagt, noch schnell Stufenanstieg, bla bla bla. So, was ist das? Spezial Multiboden aus... Ach nee, das habe ich ja schon. Haha. Nahkampfverbesserung, kugelsichere Panzerung. Ach, das ist die nächst bessere Verbesserung. Besser, besser, besser. Kritischer Konter. Verdoppelt sich im Schaden Konter. Das ist natürlich auch geil. Aber wir machen jetzt mal hier die Reihe unten eins weiter. Dann sind wir noch kugelsicherer. Ja. Wie gesagt. Ich sage bye bye. Bis Montag, Leute. Sagt euer Rob Easy 2. Tschüss.